have arrived at Brokertech. Hey, you made it. Yeah, you look busy. Dann muss ich jetzt wohl mit diesem tollen Auto fahren. Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Und wir sind jetzt hier direkt vor der Mission. Okay, dann geht's halt hier rum. Ich dachte, es ist vielleicht im Laden drin, aber nö. Hier sind wir. Interagieren. Setze Rootkit ein. Okay, Zugang gewährt. Auftrag herunterladen. Wenn du das hörst, bedeutet das, dass du mehr über 404 lernen willst. Know what we know. Do what we do. Make your way to the walkie-talkie club. It's no big secret that the club is a front for Clan Kelly, but the place has other secrets too. More will be revealed there. The hub just dumped a massive load of data into your optic. How forward. Sehr gut. Gehe zum Walkie-Talkie Club. Das ist natürlich ein richtig cooler Name. Ja, und es ist natürlich auch richtig weit weg. Schade, Beweise, Fotografie. Oh, cool. Hier kann man noch so ordentlich was machen. Hier ist noch jemanden, eine Entertainerin, die wir anwerben können. Aber erstmal fahren wir dorthin. By now you must have reached 20 Fenchurch Street. The walkie-talkie club is located at the top of the building. Lift access only. Okay. Dann mal ab in den Aufzug. Es ist auch selten, dass wir wirklich einen Aufzug benutzen können und nicht irgendeinen anderen Weg nach oben suchen müssen. Zack. Cool. The walkie-talkie club is frequented by all manner of crooked elites. And the owners, Clan Kelly, have an AI in place to collect blackmail material. Find that AI and let's see for ourselves what these corrupt scumbags have to hide. Natürlich. Ach. Geht's hier irgendwo noch rein? Nee, dann machen wir das so. Zack. Ah, hier ist eine Tür. Sind die hier? Jetzt sind wir hier oben. Okay. Nee, das bringt jetzt nicht ganz so viel wie gedacht. Fakt ist. Moment mal, das geht raus. Ach. Spider-Bot rufen. Okay, ich sehe es. Spider-Bot, rein da. Okay, manchmal muss man halt hier echt ein bisschen rumgucken. So, ich bin jetzt hier im Lüftungsschacht. Ah. Und da bin ich drin. Ja, schön aufpassen. Muss ja nicht sein, dass mich jemand sieht. Bin ich hier schon richtig? Fast. Hüpf. Ach, cool. Das ist ja cool. So muss ich nicht mal selber irgendwo hin. Das ist allgemein jetzt zurzeit hier so. Man muss viel weniger selber sich in Gefahr begeben. Man hat seine kleinen Spiders. Und dann. Achso, der hat nur die Tür geöffnet oder was? Was ist das jetzt hier? Spinneninteraktion. Ja, ich bin eine Spinne. Kann ich hier was machen? Nee. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall die Türen auf. Muss doch jetzt hier irgendwas aufgegangen sein. So, ich bin jetzt wieder unten eigentlich. Ach, guck mal. Was ist das denn jetzt bitte? Okay, okay, wir sind auf jeden Fall richtig. Das ist schon mal sehr gut. So. Ach, Freunde.
Zack, Tür auf. Und dann kann ich hier einfach reinspazieren. Hier ist noch was zum Mitnehmen. Wichtige Technikpunkte. Dann hier wieder. Da drin. Nee. Also am besten nicht runtergehen. Denn wenn er dann wieder hochkommt, ist der Fortschritt weg. Ach, jetzt! Einfach hier E drücken. Traum. The AI is not actually here. Just a relay sending the club's data off-site. I'll find where it's all going, and you find a way out of this loud, obnoxious sweat hole. Deal? Deal. Schön, jetzt dürfen wir hier den Club wieder verlassen. Das war ja eine schöne Beschäftigungstherapie. Chillig. Vor allem mussten wir nicht mal unentdeckt bleiben. Das ist doch doof. I've done some digging and it looks like the facial recognition AI was created by BrokerTech. BrokerTech? They're one of the biggest software companies on the planet. Always keep their noses clean too. If they're buying blackmail material from the Kellys, that's big news. Everything the AI is collecting here is being sent directly to BrokerTech HQ. We have to go there to get the data. Natürlich, ich weiß zwar nicht wo, aber ich fahre einfach schon mal. Ach komm, easy. Das ist neben unserem Versteck. So, genau hier. Irgendwie. You have arrived at BrokerTech, lead innovators in software and AI technology. Founded by its CEO, Sky Larson, when she was just 25. Talk about an overachiever. So, this is where they put all the nasty shit our optics record us in. We should put it all online, except for, you know, my stuff. I believe that's exactly what our 404 friend has in mind. My money. Mhm. Natürlich. Aber sonst nichts zu tun. Ist hier irgendwas eine Tür? Ja. Wollte gerade sagen. Das wäre ja sonst eigenartig. Okay, da müssen wir löschen die KI. Aber das können wir doch garantiert wieder anders machen. Mit dem Kleinen, oder? Ja, das können wir machen. Okay. Ja, perfekt. Hier öffnen wir schon mal eine Kappe. Da drüben genauso. Okay. Zack. Sehr schön. Wie haben wir denn das gemacht? Das war doch jetzt mal gut. Schnell weg. Rein. Hua! Glück gehabt. Und hier drin kriegt mich keiner. Ha. Sehr gut. Wo auch immer das jetzt hier lang geht. Ja, ja. Such ruhig weiter. Oh. Cool. Technikpunkte bekommen. Und die über mir? Ich glaube. Ach, hier ist noch ein Spiderbot. Ich hätte gar nicht meinen nehmen müssen. Da muss ich dran denken. Sollte meiner kaputt gehen. Ich muss aber hoch. Mist. Dann muss ich jetzt irgendwie wieder hochkrabbeln. Ja. Ja, genau. Geh vorbei. Richtig so. Hey, ich war ja schon fast da. Das ist ja cool. Sehr schön. Und dann habe ich die jetzt perfekt abgelenkt. Tada! And dear God, people are disgusting. I wonder how this family values politician will appreciate his S&M sessions on public display. Oh well, let's find out. Blackmail data is hereby leaked. Fantastic. Das Entkommen aus dem Gebiet ist immer einfacher, ne? Perfekt. Perfekt gemacht. So schnell kann man eine Mission abschließen, Freunde. Mission gestartet. 404 nicht gefunden. Läuft doch. I'd say it's a thankless job, but someone just sent us a video link named thankyou.mp4. So at least it's a one thank job. Let's see it then.
You have completed your first contract with 404, the dark web's first peer-to-peer hacktivist network. I am in the network. I give the contracts. That's all you need to know about me. I'm nobody. I'm nout. I'm also connected to your optic now, so let's see who you are. Hold on. Are you a dead sec? Oh, this is fucking mint, this. Oh! Yeah. Jetzt sehen wir sie. That's more like it. Fortune's smiling on us today, dead sec. The world is fucked. And we can help each other set things right. I'm at Somerset House staking out contracts. Come and find me. Let's talk. Laters. Well, that was creepy. No. It was that Bagley. I've run Nout's name and face through the usual databases and turned up nothing. Oh, Nout. Right, just got that. We're not actually thinking of walking into a meeting with this dark web weirdo, are we? Worth the risk, in my opinion. She seems like a real dead sec fan, and I'd certainly rather have her as a friend than an enemy. If she isn't with Zero Day, she might know who is. And if she is with Zero Day, it's probably a trap. Either way, we'll have new information. Agreed. Let's do it. Richtig. Jetzt, wo die ausgeredet haben, kann ich gucken, ob wir uns, ja, direkt hinporten können. Darf er hier eh nicht rein, ne? Da ist der Server. Okay. Das sieht... Waren wir hier nicht schon mal? Klar, hier waren wir schon mal. Leave the troubles of the world behind. Things may seem bleak now, but a new sight awaits. Easy. Da waren wir schon mal drin. Können wir auch wieder rein. Entschuldigung. Nur weil ich den angerempelt habe. Jetzt folgt er mir wieder. Hier geht's rein. Hier kann ich noch hin. Hihi. Schneller, schneller. Boah, das war knapp. Glaube ich. Da hoch. Ja, genau, genau. Erzähl ruhig weiter. Ich gehe hier einfach durch. Hopp. Tada! Ja, easy. Zugang gewährt. Da sind wir. Oh, was passiert jetzt? Nels? Hey, you made it. You look busy. What? Oh, yeah. He thought I was trespassing. I'll set him straight. Grand. Now, about that message I sent you. I might have been a little overexcited. Oh, shut up! I've been investigating a massive contract. Too massive for the plebs you use 404. This contract is different. Dangerous. Who is it? I will tell you. But first I have to trust you. And you have to trust me, you know? So, I'm gonna send you another 404 contract. Let's just get to know each other a little better. Right. And how can we be sure these targets of yours have it coming? Oh, there you go. Asking the right questions. Trust me. I do my research. I know every contract inside out, and they're all part of the problem. London, the world, will be much better off with our help. Now, if you'll excuse me, I have to move this twat before he gets his strength back. Laters! Okay, die ist... Not a trap. Hardcore. Sounds like we have a potential partnership with this mean, aggressive mystery woman. Give it a think and we'll discuss once you're out of Somerset House. Good idea. Any ideas? Well, I don't think she's part of Zero Day. She's too smart. And original. And cool, and pretty and stuff.
The money's good, but I don't trust her. You should be careful about where this is going. If you decide to become gig economy hacktivists, then I'll support you, because I literally have no choice. Ja, das stimmt. Geh zum Nexus Tower. Ich habe ein gutes Auto gefunden. Da kann ich mich doch bestimmt... Ah, schade, kann ich mich auch nicht hinporten. Dann muss ich jetzt wohl mit diesem tollen Auto fahren. So. Lauf mal einen Schritt schneller. Muss hier wenden. Oh, perfekt. Hoppala. Das war jetzt nicht geplant. Der war halt im Weg. Lass mich mal... Hallo? Warum läufst du auf die Straße? Dämlich. Es gibt schon dumme Menschen, ne? Ja, alles gut. Da habe ich mich, glaube ich, schon in meinem allerersten Watch Dogs Stream drüber aufgeregt. Dass die es einfach nicht auf die Reihe kriegen, die zu programmieren, dass die nicht auf die Straße laufen, wenn ich komme. So. Wieder rückwärts auf die Straße gestolpert. Das macht doch kein normaler Mensch. Oh, das Auto macht mir Spaß. Wir waren so schnell jetzt hier. Ich würde das gerne hier abparken. Well done. Let me tell you about your contract. The Nexus Tower holds a quantum computer used by Albion. It simulates civilian response to large-scale events. Mass arrests, deportations, bombings. So it's a computer that helps them optimize being evil twats. Fucking grand. It's a minging piece of work. Destroy the quantum computer. That's the contract. Natürlich. Machen wir alles. Machen wir alles. Sofort. So, richtig cool, dass wir hier unseren Spider-Bot jetzt auch überall drüber werfen können. Ist es auch drüber? Nee. Nee. Zurückrufen. Dann halt hier durch. Oh. Ist das jetzt dein Ernst? Geh mal weg da. Danke. Bin ich hier durch? Ja. Oh, perfekt. Perfekt. Jetzt muss ich nur aufpassen. Ich sehe halt hier jetzt nicht, wo wer ist. Okay, irgendwie muss ich da hin. Ich nehme mal an, hoch. Ja, perfekt. Perfekt. Ich krabbel hier so vor mich hin. Da steht einer. Wir haben hier doch bestimmt irgendwo einen Eingang. Hui! Ja. Was ist das? Sicherheitsgeschütz. Ups. Okay, dann muss ich erstmal sehen, wie ich das hier... Ja, wie kann ich das hier entladen? Warte mal, hier vielleicht? Ich sperre hier mal was. Okay. Was ist damit? Deaktivieren. Ah, das war jetzt nur hier das draußen, ne? Okay. Dann müsste doch auch was für hier drin sein. Irgendwo. Hier. Okay. Ja. Habe ich es mir gedacht. Geht bis hoch. Dann setze ich mich mal hier in die Ecke, damit mich nicht unbedingt jemand sieht. Und brauche mal Kamerazugang. Da oben geht's los. Okay. Ist jetzt gar nicht mal so toll. Ups, das war eine Drohne. Ich wollte die Kameras. Okay, jetzt geht er runter. Oh nein. Kapern. Puh, alles gut, alles gut. So, jetzt haben wir das hier. Entsperren. Okay. Und deaktivieren.
Perfekt, schnell. Puh. Oh, cool. Ist es jetzt clever, sich hier neben das Geschütz zu stellen? Alles gut, alles gut. Boah, Mist. Außer Reichweite. Aber das kriege ich wieder hin. Weil hier sind ja Drohnen. Ah, nee. Moment. Ich wollte die doch kapern. Komm, ich bin da. Ach so, ich bin nicht da. Mist! Komm ich hier runter? Ich muss hier rein. Ach komm. Alles gut. Alles gut, alles gut. Warum kann ich die nicht stören? Komm, wir sind fast da. Wir haben es fast. Wir sind weiter als vorhin. Ja! Boah. Bam. Bam, entkomme. Glad to establish a foundation of trust. Ach, Gott. I'm ready to show you the contract I'm investigating. Sehr schön. You shouldn't have any trouble finding her. Natürlich, natürlich. Boah. Freunde, ich würde sagen, wir treffen die Gute das nächste Mal. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.